herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Heute geht es um Eye of the Cross. Diese haben ein neues Video mit Paradigm veröffentlicht, um mir die Blue Album Excelsis zu unterstützen, das im vergangenen Februar über Rockshot Records veröffentlicht wurde. Die Band erklärt den Track ausführlicher. Das Paradigma drückt die Qual aus, darauf zu warten, dass seine Liebe hoffentlich in dieser rätselhaften Welt ankommt, der er im Jenseits ausgesetzt war. Er verspricht, dass er ohne sie niemals in die Ewigkeit übergehen wird. Die gemeinsame Theorie der Geister, die in einem Leben zwischen der Welt, in der sie die Wahl haben zu wechseln oder nicht, ist ein gemeinsames Thema im gesamten Album und das Hauptthema von Paradigmen insgesamt. Eye of the Cross ist eine Mischung aus den avantgardistischen Bereichen des extremen, symphonischen, melodischen und technischen Death Metal und wird vom Komponisten und Multi-Instrumenten Jay Schneider geleitet. Das Debüt Excelsis ist eine Konzeptveröffentlichung, die auf einer Geschichte von zwei Liebenden inmitten von Verrat, Mord und ihrer Suche nach einer Wiedervereinigung im Jenseits basiert. Durch den unmittelbaren und bösartigen Schub des Eröffnungstracks Sacrifice wird der Hörer schnell in eine rätselhafte Reise der Klanglandschaft katapultiert. Von den wütenden bis zu den melodiösen Opussen auf dem Album ist der Hörer bis zum Ende von einer dynamischen Erkundung umgeben. Im Zentrum von Eye of the Cross steht die Vermittlung von Tiefe, Schärfe und Erlösung durch die Ausdauer einer Tragödie.